Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 19. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind nach wie vor hier am Gerste dreschen. Und müssen gleich mal entladen. Müssen wir mal gucken. Ich glaube, das reicht jetzt nicht, wenn wir nochmal zurückfahren. Wir können natürlich den Helfer benutzen. Klar, aber ich würde das Feld das. Ja doch, wir müssen auch nebenbei noch spritzen gleich. Und düngen und so weiter. So, da wechseln wir mal eben. Hier hin. Holen wir mit dem schon mal die erste Fuhre ab. Dass das durchleuchtet, ne? Oh, wow. Nicht umschmeißen das ganze Teil. So. Einmal rein. Wisst ihr, was wir eigentlich mal machen könnten, dass der anbleibt? Dass man den automatisch abstellen muss, den Motor, und anstellen muss. Dann vergesse ich das bestimmt öfters mal, aber es ist in diesem Fall. Seht ihr, jetzt bleibt er nämlich nicht an. Lol, jetzt verschieben wir hier wieder alles. Können wir mal in den Einstellungen machen eigentlich. Da muss ich nur dran denken, den Motor auszumachen, sonst laufen irgendwann alle unsere Maschinen, obwohl sie irgendwo in der Halle stehen. Irgendwo geht das. Da. Hallo, laufen Sie? Dass man nicht von vorne einsteigen kann. Logisch. So, machen wir mal weiter. Wie gesagt, eigentlich würde ich gerne den Helfer einsetzen. Nehmen wir gleich noch eine Fuhre mit hier, wenn wir schon mal da sind. Auf der Tour. Ich meine, wir können ja auch. Ne, wir müssen den jetzt hinstellen. Dann gehen wir nämlich jetzt spritzen. Nee. So, hier, dieses Feld muss gespritzt werden. Deswegen holen wir die mal. Ich hoffe. Ach, da haben wir den gestellt. Wie gesagt, da macht das halt der Helfer. Mal schauen hier. Uah. Da ist, glaube ich, noch nichts drin. Genau, müssen wir mal gucken.
was wir hier noch haben. Dünger. Okay, das ist aber gar nichts mehr. Was haben wir da noch? Das ist Kalk, oder? Nee, Saatgut. Ist das alles Saatgut? Wir gucken kurz. Big Bigs. Ah, hier Saatgut. Und was war das andere? Paletten, Saatgut. Wie zwei. Mit einer? 1000 Liter? Zweites. Ah, das ist ja viel mehr hier. Lol. Hier könnten wir. Ah. Okay, wir können das auch kaufen, ne? Was wollte ich? Pflanzenschutzmittel. Mineraldünger. Nee, Pflanzenschutzmittel. Aber kriegen wir das nicht auch irgendwo her? Von der Karte? Bestimmt, oder? Also keine Ahnung, können wir das da kaufen? Wo sehe ich das eigentlich? Generelles, Tiere generelles, Forstwirtschaft, Produktions, Zusammenfassung. Ja doch, können wir nur palettenweise da kaufen. Und Kalk kann man bei dem anderen Typen kaufen, nicht wahr? Okay. Dann kaufen wir hier erstmal Pflanzenschutzmittel. Keine Ahnung, wie viel. Müssen wir erstmal das abholen. Oh. Ich meine, dafür wäre natürlich auch nochmal ein Fahrzeug besser, dass wir gleich mal irgendwann ganz viel holen und tatsächlich noch so ein Silo uns anschaffen, wo wir halt diese ganze Kram drin lagern können. Ich denke zum Beispiel, hier passt auch relativ viel rein, oder? Gucken wir mal. Wie viel Prozent ist denn ein so ein Teil? 25? 30? Oh doch, passt doch relativ viel rein. Jetzt stehen wir nicht nah genug dran, oder was? So, auffüllen. Wir bleiben stehen, sonst bricht der bestimmt. Okay, jetzt passen aber tatsächlich drei Paletten voll da rein, ne? Dann ist aber erstmal voll das Teil. Ja, perfekt. Dann werden wir einmal Mais düngen fahren. Und auch zu unserem Mähdrescher gucken, was der macht. Nicht, dass der gleich voll ist. Müssen wir mal schauen. Dann müssten wir den nämlich noch mal abtanken. Oh, der ist gerade ideal unterwegs. Ne, der steht. Der ist voll. Oh, wir blinken. Oder? Ne, er kommt.
Nee. Einmal leer machen, bitte. Und dann werden wir gleich den Acker da drüben noch mal spritzen. Alter Schwede. Das ist schon ein fettes Teil, obwohl ich ja nicht mal den größten habe. Okay, das klang jetzt ein bisschen falsch. Also ich meinte die größte Maschine hier, die größte Spritze. Brauchen wir ja fast nur zweimal hin und her fahren. Aber ich glaube. Alter, zu zweideutig, ne? Ich hoffe, ihr seid nicht so zweideutig versaut wie ich. Also wäre schön, wenn ich den größten hätte, ne? 30 cm. Okay, wie lassen wir das? Wir kümmern uns hier um unser Feld. Ich glaube, wir hätten das noch gar nicht spritzen. Doch, hier ist schon Unkraut, aber keine Ahnung. Wir müssen es auf jeden Fall düngen, aber wir müssen erstmal hier hinten hin. Das ist aber auch so ein Ding, ne? So ein Riesenteil und mit dem wir spritzen? Ich weiß ja nicht, ob das so jugendfrei ist. Gleich mal Video ab 18 kennzeichnen, oder was? Oh. Nein, 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 nein. Na lol. Oh, wir hängen am Traktor fest. Und dann sind es ja auch nur noch zwei Touren. Wäre natürlich geil, wenn das auf den Hänger noch mit drauf passt. Ich habe aber leider die Befürchtung, dass das nichts wird. Dass der jetzt gleich voll ist. Naja, mähen wir nochmal die zwei Touren hier fertig. Das können wir jetzt auch ohne Helfer machen. Die zweimal hin und her fahren. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch oft so zweideutig denkt. Oder ob das nur mehr so geht. Bei gewissen Sachen. Ehrensache. Ehrenmann. Weil wir so viele Ehren abgemäht haben, oder was? Wortspiel, ne? Bauern sind Ehrenmänner. Oder Landwirte sind Ehrenmänner. Ihr wisst, was ich meine.
So, eine letzte Tour hier hoch. Dann hoffen wir, dass das tatsächlich alles auf den Anhänger passt. Dann können wir zur Ballenpresse greifen. Noch Ballen machen. Hier ablegen. Bevor es dann dunkel wird, ich würde, ja, müssen wir mal gucken, ob wir die Nacht wieder so gut wie es geht überspringen können. Ich weiß nicht, ob da hinten unser anderes Feld schon fertig ist. Also das Mais noch nicht. Das andere haben wir Soja oder Raps. Das hatte ich ja, glaube ich, mal falsch bestellt. Aber das ging ja ruckzuck hier, unser Acker. Das ist ja perfekt, dass der jetzt schon fertig ist. Der macht hier aber eine Korn. Ach so, weil wir nur noch so einen schmalen Streifen haben. Deswegen macht er hier weniger. Sind nur noch 28%. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass das mit drauf passt. Nein, jetzt habe ich ihn schon eingeklappt. Nein. Ach nee, jetzt voll. Ist voll, ne? Ach Mann, ey. Kollege, ist nicht dein Ernst. Holen wir mal ganz schnell den anderen. Das sieht nur so aus, als wäre das Unkraut. Das sind die Pflanzen, die unterschiedlich gewachsen sind, schon wahrscheinlich. Deswegen dachte ich, da ist so viel Unkraut auf dem Feld und da ist aber gar nichts eigentlich. Das kann so ein richtig geil, fällt mir jetzt so ein, ne? Der Titel wird so richtig Clickbait-mäßig. Da hab ich auch mal, oder? Ey, wenn das dann mehr Leute angucken als sonst, ne? Dann muss ich das immer machen. Okay, ist doch noch einiges gewesen. Ja, jetzt das Problem, jetzt läuft zum Beispiel der Mähdrescher noch. Wenn ich den jetzt vergessen würde auszustellen, wäre wahrscheinlich irgendwann der Tank leer. Boah, perfekt angekuppelt hier. So, den packen wir ein. Muss der stehen, um den einzufahren? Ja. Gucken wir mal, wo wir das hinbringen jetzt, in die Gerste. Ich frage mich natürlich auch, warum ist eigentlich die Fruchtzerstörung hier nicht aktiv gewesen? Eigentlich hätten wir doch da jetzt Fahrspuren haben müssen. Eigentlich ziemlich komisch. So, kriegen wir den jetzt hier aufgeladen? Gucken wir mal. Natürlich nicht, wenn ich dagegen fahre. Nee. Kriegen wir hin. Steht aber noch nicht gerade. Perfekt, so. Lohnzahlungen. Lass den mal hier stehen, den können wir vielleicht nochmal putzen dann. So, jetzt gucken wir mal, wo können wir die Gerste hinbringen. Das können wir eigentlich nochmal, dann machen wir die Strohballen vielleicht beim nächsten Mal. Gerste, was ist das hier? Oh, das bringt ja gar nichts. Sind die Preise gerade so niedrig für Gerste?
Ich glaube, die sind gerade einfach sehr niedrig, ne? Ich meine, wenn wir den. Wenn wir die Anhänger jetzt gerade nicht brauchen, dann können wir die auch erstmal so hinstellen. Dann müssen wir das ja auch nicht ins Silo packen. Bei uns. Wenn wir die Anhänger doch brauchen, können wir das immer noch machen. Aber wir können die einfach hier erstmal hinstellen. Und dann warten wir und gucken, ob sich die Preise vielleicht noch erholen. Und das ein bisschen besser wird. Stellen wir sie hier ab. Dann holen wir doch noch ein bisschen Stroh. Oder machen wir es tatsächlich beim nächsten Mal? Ich würde sagen, wir machen das tatsächlich beim nächsten Mal. So, aber eine klitzekleine Sache machen wir noch. Und zwar holen wir uns hier so einen Kercher. Den platzieren. Wäre ja geil, wenn wir den hier beim Wassertank direkt platzieren. Da. So, dann müssen wir aber die nochmal abhängen. Die Anhänger dort wegfahren. Die stehen jetzt im Weg. Und dann machen wir unseren Mähdrescher noch ein bisschen sauber und stellen den wieder in die Halle. Und dann war es das mit dieser Folge. Jetzt kriege ich den nicht angehängt, oder was? Wo parken wir den denn jetzt mal? So, hier hin. Ich habe den Motor nicht ausgemacht, seht ihr? Ich glaube von dem anderen auch nicht. Das werde ich auch noch oft vergessen. Warum steigt der denn nicht in die Mähdresche ein? Aber den würde ich gerne noch einmal sauber machen. Wird er jetzt sauber? Ja, bitte. Ah, okay, der wird gleich komplett gewaschen, ja? Abschalten. So, der ist sauber, perfekt. Da glänzt es wieder, das Gerät. Dann können wir den nämlich wieder in die Halle stellen. Und ich würde sagen, das war's dann für heute mit dieser Folge Landwirtschaft Simulator 19. Wenn es euch gefallen hat, dann dürft ihr jetzt gerne eine positive Bewertung da lassen. Würde mich natürlich freuen. Und ja, hoffentlich schaltet ihr beim nächsten Mal wieder ein zum Landwirtschaft Simulator 19. Bis dann, euer Kevin Zogt. Bye bye.